Stier, hallihallo, Stier, kompatibel. Mit wem bist du als Stier kompatibel? Meiner Meinung nach, okay, mit allen, die mutig sind, die Stierenergie zu erkennen, die mutig sind, temperamental auch dem Stier entgegenzutreten, die mutig sind, auch den Stier bis auf seine tiefgründigen Energien zu erforschen, zu teilen, herauszufordern. Für mich gibt es eigentlich keine Einschränkung in der Kompatibilität der Sternzeichen. Es geht einfach darum, astrologisch gibt es natürlich Merkmale, Warnsignale, aber auch Befürworter der Konstellationen. Aber menschlich gesehen ist es natürlich sehr, sehr wichtig auch, was habt ihr gelernt, wie seid ihr bereit, auf den anderen zuzugehen. Also es ist auch unglaublich wichtig zu wissen, welchen Aszendenten, Sonne, Mond hat man in seiner Geburtskarte. Es gibt viele Dinge, die unglaublich wichtig sein werden, okay? Aber wir fangen an mit unserem Stier. Stier, Element Erde, ja, Feuer, temperamental, diszipliniert, lebenslustig, ja, visionär, ausdauernd, beständig. Hat eine liebenswerte Art, ja, mit der man sehr gut klarkommen kann. Stier versucht natürlich immer, alles zu kompensieren auf seine Art und Weise und ist deswegen auch der geilste Partner für viele Menschen auf temperamentaler Ebene, auf Disziplin, auf Ordnung, aber auch auf sexuell passionierter Ebene ist der Stier einer der Sternzeichen, ja, was wirklich mit dem Skorpion vielleicht sogar, aber da scheiden sich die Geister, also wirklich sehr im Powerflow ist, okay? Also Stier, mega kompatibel, wie soll es nicht anders sein, mit seiner eigenen Energie, ja, mit dem Stier. Beide haben sie Persönlichkeit, beide haben sie Spiritualität, beide haben sie Weitblick, beide haben sie Erkenntnis, sind durchsetzungsfähig, lieben sich herauszufordern. Stier und Stier ist eigentlich die perfekteste Mischung, aber es gibt Unterschiede beim Mann Stier, Frau Stier. Da scheiden sich nicht nur die Geister, sondern auch die Astrologen von mir aus. Da der Mann und die Frau ein bisschen unterschiedlich ticken können, geht es bei der Stierfrau um andere. Ja, Planifikationen, wo der Stiermann dann nicht mehr mithalten möchte und umgekehrt. Also sind ein geiles Team, ehrlich gesagt, aber auf Dauer können Probleme auftreten. Stier und Jungfrau ist das Porno-Dream-Team Nummer 1. Ja? Stier, Jungfrau, Steinbock, drei Erdenergien, die einfach füreinander bestimmt sind, temperamental, leidenschaftlich. Die Jungfrau mit ihrer analytischen, disziplinierten Art, sensiblen, mitfühlenden Art. Schafft es immer wieder, unseren Stier auf den Boden der Tatsachen zu holen. Der Stier schafft es mit seiner ja durchsetzungsfähigen, konstanten, bezaubernden und aber auch manipulierenden Art, die Jungfrau wieder ein bisschen ja in die richtige Richtung zu bringen, wenn sie ein bisschen titscht. Es ist egal, was die beiden verbindet. Verbindung ist einfach das. Stier und Jungfrau, beide sind energisch, beide sind sie intelligent, beide können sie auf emotionaler Ebene, auf finanzieller Ebene große Projekte erreichen, wenn beide wirklich in diesem Flow sind. Auch die Streitereien, die genauso stark sein können wie Liebesenergie im Flow zu haben. Sexuell Stier und Jungfrau, einfach Dream Team. Ja, kann man nicht anders sagen. Der Steinbock ebenfalls. Der Steinbock und der Stier sind eine einzigartige Mischung, die auf Respekt basiert. Der Steinbock liebt die Loyalität vom Stier und der Stier liebt die Disziplin, die der Steinbock haben kann. Beide als Erdenergie ergänzen sich fabelhaft, ja, weil beide bringen den gleichen Anteil an Impulsivität, an Charakter, an Spiritualität, an Bedürfnissen mit und auch aus psychologischer Sicht ergänzen sich Stier und Steinbock einfach super. Loyales Team ohne Ende. Okay? Der Krebs und unser Stier. Wer hätte das gedacht? Ja? Krebs kann unterschiedlicher gar nicht sein von unserem Stier her. Okay? Aber der Krebs ist halt einfach als emotionale frequentierte Energie, als Wasserenergie, wie Fische und Skorpione, so sensibel, dass der Stier trotz seiner Impulsivität ein bisschen auf die emotionale Schiene kommt und unserem Krebs diese literarische Freiheitsenergie gibt, die der Krebs braucht, um sich emotional zu zeigen und zu entwickeln. Und der Stier genießt diese Energie und gibt unserem Krebsen alle Freiheiten und der Krebs gibt unserem Stier die ganze Liebe, die ganze Aufmerksamkeit, das ganze ja, emotionale Feld, um halt sich in der Partnerschaft wohlzufühlen. Es steht und fällt mit euch als Menschen. Denkt dran, okay? Fische, ja, habe ich schon gesagt, Krebs, Fische, Skorpione. Fische
sind die, die enthusiastisch sind, die einfühlsam sind. Fische sind die auch wirklich sanft sind, Beziehungen lieben, die ja auch schmusi-busi sind, aber lassen sich auch nicht auf den Kopf spucken. Die Fische sind so in einer harmoniebedürftigen Energie, dass trotz der temperamentalen Stierfrequenz und der Ausdauer, die Stier haben kann, fühlt sich der Fisch so hingezogen zum Stier, dass man auch zwar in eine emotionale Abhängigkeit manchmal geraten kann, aber der Stier kann dem Fisch eine Richtungsweise zeigen, die der Fisch noch nicht kennt. Und der Fisch durch seine einfühlsame Art kann das ebenfalls mit dem Stier machen. Möchtet ihr eine private Notfall-Express-Legung, weil ihr irgendeinen Notfall habt, okay? Schreibt mich an. Am selben oder am nächsten Tag bekommt ihr einen Termin von mir. Und ansonsten habe ich erst wieder ab dem 10. Juli offizielle Termine. Also meine Termine sind schnell im Voraus. Nutzt wirklich wie ganz, ganz viele andere Menschen, ihr glaubt es gar nicht, diese Notfalltermine. Okay? Fische und Stier, Porno-Kombination. Beide wissen, was sie wollen, aber zeigen sich auf unterschiedliche Arten und Weisen. Der Schütze ist natürlich hier mega. Ja? Der Schütze ist der, der aus der Reihe tischt. Aber sowas von. Als Feuer, als leidenschaftliche Energie, zeigen beide Hörner, zeigen beide Konstanz, zeigen beide Erfolg, zeigen beide Disziplin, zeigen beide familiär auch die Zugehörigkeit. Beide haben den Fokus auf unterschiedliche Sachen, aber sind trotzdem so individuell miteinander ergänzbar, dass es unglaublich geil ist. Die Ursache für jede nicht erreichbare Beziehung liegt an den Menschen selber. Zwar auch an der Kompatibilität, aber vor allen Dingen an, was macht man aus einer Partnerschaft. Aber der Schütze ist trotz Feuerenergie eine mega geile Kombination, wo ich sage, Porno, Porno, Porno. Ja? Skorpione sind sowas von gegensätzlich, aber auch gleich. Trotz seiner Wasserenergie, ja, und trotz der Power, die die beiden verbindet, auch die Sexualität, auch die Spiritualität, auch die Visionskraft, ja, auch die Erfolge, die immer beide erzielen können, also die Ausdauer vor allen Dingen, können beide trotzdem zu einer Herausforderung bringen, die sich gewaschen hat. Stier und Skorpione, obwohl die so krass Power sind, auch beide sehr nachtragend sein können, beide können auch hundertprozentig auf die Vollen gehen, ja, in Diskussionen, aber beide können auch gleichermaßen so liebenswert miteinander umgehen, weil beide voneinander lernen auf emotionaler Ebene. Mega, 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 mega geil. Eine kleine Liebesbotschaft für unseren Power-Stier, ja, finde ich mega klasse. Stier, lasse die Kontrolle ein bisschen los in einer Partnerschaft, genieße einfach das Sein, okay? Treffe immer die Entscheidung aus dem Herzen heraus, mit welchen Menschen kannst du am besten wachsen, welcher Mensch unterstützt dich am meisten, ja? Mit welchen Menschen kannst du dir auch langfristig Projekte vorstellen, welcher Mensch nährt dich auch am längsten und welchen Menschen gibst du genau das langfristig auch, ohne was als Gegenleistung zu verlangen, weil da wird der Hund begraben sein. Ich wünsche euch alles Liebe und wir hören uns Stier. Bye.